So, was auch viele vorgeschlagen haben, war Oh my God. Und zwar hat Oh my God ein neues Video hochgeladen. Bist du schon mal zu früh gekommen? Oha. Und an den Fragen, bin gespannt. Let's go. Wer ist noch nie zu früh gekommen, frage ich mich. Jemand, der noch eine Jungfrau ist vielleicht? Hi. Hi. Jo. Jo. Hi. Das ist ja der Kanal von Jan von Ape Crime. Und der hat jetzt mittlerweile dieses Format sozusagen, macht er jetzt regelmäßig. Und ich muss sagen, das finde ich echt nice. Also diese ernsten Fragen mit mehreren Leuten zusammen, finde ich richtig gut gemacht und es passt richtig gut auf den Kanal. So, ich bin gespannt. Wir gucken mal, wir beantworten die Fragen mit. Die könnten unangenehm werden. Let's go. Wie viel Flugangst hast du von 1 bis 10? Wie viel Flugangst hast du bei 1 bis 10? Ich habe wirklich null Flugangst. Ich hatte mal Flugangst. Okay, jetzt kommt eine richtig tiefe Story, Leute. Okay, direkt so eine gute Frage zum Anfang. Perfekt. Ich wohne ja auf einer Insel und um hier runterzukommen, kann ich entweder nur mit dem Schiff fahren oder mit dem Flugzeug. So, seit ich hier wohne, bin ich nicht mehr irgendwo hingeflogen oder irgendwas, sondern ich bin seit einem Jahr auf dieser Insel und habe mich nicht mehr wegbewegt von also ich bin nur auf dieser Insel hier, ne? Und ich würde am liebsten auch immer hier einfach nur bleiben, weil ich fliege nicht gerne, weil ich finde, Fliegen ist wie Busfahren. Es nervt mich einfach. Es ist einfach nur damit verbunden, mein Haus verlassen. Ich verlasse mein Haus einfach nicht gerne und ich würde am liebsten länger am PC sitzen. So, also da mal von diesem Punkt, also Fliegen ist für mich nichts Mystisches oder so, wo Leute so, oh mein Gott, ich habe so Angst abzustürzen. Also theoretisch ist es auch viel gefährlicher, mit dem Bus zu fahren, weil im Straßenverkehr gibt es viel mehr Idioten, die nicht so gut ausgebildet sind wie ihr Piloten. Und das heißt, die Gefahr, dass irgendjemand anders sich scheiß verhält im Straßenverkehr und ein Busunglück verursacht, ist viel höher, als ein Flugzeugunglück da mitzuerleben. Also statistisch gesehen bist du im Flugzeug sicher. Aber das ist ja egal, Ängste sind ja nicht rational. Deswegen antworte ich jetzt mal auf die Frage. Ich habe überhaupt gar keine Flugangst mehr, und zwar, weil ich mich irgendwie, es hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber bitte versteht das nicht falsch, ich habe mich mit meinem Leben irgendwie abgefunden. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt sterben möchte oder so, auf gar keinen Fall. Ich liebe das Leben und ich würde am liebsten so lange leben, wie es möglich ist, aber wenn ich jetzt im Flugzeug sitzen würde und ich wüsste, das Flugzeug stürzt ab und der Pilot sagt, oh, wir stürzen ab und ich weiß noch, ich habe noch 30 Sekunden zu leben, dann würde ich mir denken, okay, war mega geil und okay, ich würde es einfach akzeptieren. Es hört sich vielleicht krank an, so. Und natürlich hätte ich auch Panik in der Situation. Es ist jetzt leichter gesagt, als es so ist. Ich hätte wahrscheinlich auch Panik in der Situation oder so. Aber ich würde mich damit, also ich habe mich irgendwie damit abgefunden. Ich bin wirklich überhaupt nicht, ich habe diese Angst davor komplett verloren. Irgendwie habe ich keine Angst mehr davor. Es ist jetzt nur das, wie ich so gerade denke. Wenn ich jetzt wirklich abschließen würde, weiß ich natürlich nicht, wie ich denken würde. Aber ich glaube, ich könnte mich damit abfinden. Also ich sage es so, wie es ist. Ich habe gar keine Flugangst mehr. Also null. Wow. Ich würde schon sagen 8. 0. Na 8! Luca hat eine 8. Das ist ja schon so, dass man gar nicht mehr gerne ins Flugzeug einsteigen würde. Das finde ich krass. Aber es haben viele Leute Flugangst. Auch Cengiz, der hat locker eine 10. 0. 0. Oh ja, 10. Ich wusste es. Okay, also sein Vater, okay, das ist ja der Papa von Cengiz, hat auch gar keine Angst. 0. Aber Cengiz hat eine 10. Wie krass das eigentlich ist, oder? Gleich Familie, aber einer hat mega Angst, einer hat nicht Angst. 10. 3. Hattest du mal einen komplett anderen Look? Ja, kompletter Müll. Ja. Hattest du mal einen komplett anderen Look? Was ist das für eine Frage? Naja, klar, ich hatte, als ich jugendlich war, nicht alles durch. Schwarz gefärbte Haare, so Emo-Phase, die ganze Scheiße durch. Was man halt macht als präpubertärer Hunde so. Ja, ich hatte alles schon durch. Ich hatte schon so eine Wannabe-Punk-Phase, ich hatte so eine Emo-Phase und jetzt bin ich in dieser mir ist alles scheißegal-Phase. Ich hatte Dreadlocks. Ihr kennt ja meinen anderen Look. Das kennt ihr sogar. Ich hatte ja Dreadlocks und jetzt habe ich auch keine mehr. Das ist ein komplett anderer Look, oder? Ich sehe jetzt anders aus als zum Beispiel vor 3 Jahren. Oder vor 5 zum Beispiel. Kopfschnitt. Das sah aus wie eine Playmobil-Figur. Ja, auf jeden Fall. 90er, da sah ich ganz anders aus. Lange Haare? Da müssen wir noch weiter zurück. 80er. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Schon immer so scheiße. Ja, ich hatte früher Haare bis hier. Was? Jan hatte so lange Haare? Wann denn? Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. In der Schule. Ich fand das cool, aber es sah mega scheiße. Sag uns 2 gute Eigenschaften über dich. Ordentlich. 2 gute Eigenschaften. Es ist immer schwierig, was Gutes über sich selbst zu sagen, weil dann klingt es immer so eingebildet oder so. Man ist immer so selbstkritisch. Aber ich versuche mal 2 gute Eigenschaften von mir zu sagen. Hilfsbereit. Würde ich sagen, es hört sich vielleicht kitschig an oder so, es hört sich alles kitschig an. Wenn man eine gute Eigenschaft von sich selber sagen muss, hört sich immer irgendwie kitschig und so cheesy an. Aber ich würde sagen, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Ich helfe wirklich gerne anderen Menschen. Und eine andere gute Eigenschaft von mir ist wirklich, dass ich ein Visionär bin. Denn ich habe diese McDonald's-Gläser und ich weiß, die werden irgendwann Millionen wert sein. Nee, aber jetzt mal for real. Ich habe für viele Dinge eine klare Vision und ich habe ein klares Bild vor Augen. Und ich finde, ich kann gut leaden. Es hört sich vielleicht irgendwie auch doof an, aber ich habe schon so viele Projekte in dieser ganzen YouTube-Laufbahn und auch davor schon in meiner anderen beruflichen Karriere gestartet und umgesetzt und ich habe immer geschafft, Projekte gut anzuleiten. Ich habe eine klare Vision von Dingen und die setze ich dann auch um und ich bin hilfsbereit. Das sind 2 Eigenschaften, die ich wirklich sehr an mir schätze. Zuverlässig und herzlich. Das ist auch schön.
Finde ich, das würde ich auch Jan zutrauen. Also zuverlässig und herzlich sind auch schöne Eigenschaften. Ich bin zuverlässig und fleißig. Zuverlässig, fleißig ist auch gute Eigenschaft. Fleißig sein ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich bin bei Dingen, die ich wirklich selber, die aus meiner eigenen Motivation entstehen, sehr, sehr fleißig. Aber bei anderen Dingen, wo ich keine Lust drauf habe, bin ich sehr, sehr faul. Ich habe so eine Inselbegabung, ein bisschen so lustig, weil ich auf einer Insel wohne. Aber ich meine, dieses, okay, ich habe so eine bestimmte Sparte, mit den Sachen komme ich super gut klar. Da kann ich meine ganzen Ehrgeiz, meine ganze Energie reinstecken. Und da habe ich so andere Sachen, da bin ich komplett lost. Also wirklich komplett lost. Passt schon. Das war's. Gelassen und immer für einen da. Gelassen und immer für einen da, auch schön. Ich finde es schön, dass die sich selber auch, also so positive Eigenschaften irgendwie, ich finde es fühlt sich unangenehm an, sowas selber über sich zu sagen. Weil man macht sich in der heutigen Gesellschaft immer so ein bisschen selber klein und runter und so. Und ich finde, das hört sich schön an. Empathisch. Empathisch. Hm? Gute Eigenschaft. Sich in andere hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Und... Was das bedeutet? Natürlich! Humorvoll, ja, stimmt. Ja. Humorvoll, oh, auch eine schöne Eigenschaft. Ey, die sind alle richtig süß. Jetzt habe ich richtig, jetzt finde ich alle süßer als vorher, weil die sich einfach zwei Eigenschaften gesagt haben. Sag uns zwei schlechte Eigenschaften. Oh, zwei schlechte Eigenschaften. Ja, die habe ich eben schon fast genannt. Also eine meiner schlechtesten Eigenschaften ist, dass ich extrem trödelig bin. Also so, ich trödel. Wirklich, ich... Da muss ich sagen, hat meine Freundin wirklich sehr, sehr gute Nerven mit mir. Wir wollten heute noch ein paar Sachen erledigen und ich bin dann auch wirklich so, sobald... zum Beispiel Sabine sagt, lass uns jetzt losfahren und irgendwas machen, dann schalte ich so auf so einen Modus, dass ich noch langsamer bin und dann ziehe ich mir so ganz langsam die Socken an und so. Ich trödel wirklich viel. Ich waste viel Zeit. Ich waste sehr viel Zeit mit so Dingen. Ich halte mich auch sehr gerne selber auf. Wenn ich auf Twitter hänge oder auf irgendeiner anderen Seite oder auf YouTube, ich lass mich ewig in irgendwas einfangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ADHS-Ding, dass ich mich so schnell von Sachen ablenken lasse und dann in so einer Spirale reingerate. Kennt ihr das? Und das andere ist halt, ich bin ein relativ sturer Mensch auch. Ja, bin sehr stur. Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit. Ja, die Sache ist die. Ich habe mir mittlerweile sehr gute Pünktlichkeit angeeignet. Ich bin fast jeden Abend sehr pünktlich zu Unglück. Heute zum Beispiel auch, haben wir pünktlich angefangen. Ich habe mir zu vielen Sachen eine Pünktlichkeit angeeignet. Aber Unpünktlichkeit, das kann schnell passieren. Durch diese Trödeligkeit, die ich habe. Deswegen, ja. Pünktlich, faul und gelangweilt. Dass wenn irgendwas nicht klappt, dass ich dann oft richtig abgefuckt bin. Ja, das ist auch so eine kleine Frustrationstoleranz. Dass ich dann oft richtig abgefuckt bin. Müde. Müde ist doch keine negative Eigenschaft. Müde ist einfach eine Krankheit unserer Generation. Mich kann man ganz schnell auf die Palme bringen. Temperamentvoll. Wenn ich vom Herz nicht an einer Sache interessiert bin, dann fällt es mir sehr schwer, mich da rein zu begeben. Das geht mir genauso. Ich hoffe, das checkt man. Und ich schlafe zu lange. Bist du irgendwann mal beim Sex viel zu schnell gekommen? Also wenn da jetzt irgendeiner von den ganzen Leuten Nein sagt, dann ist es eine Lüge. Das ist nichts Schlimmes, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Das passiert, wenn man jetzt regelmäßig Sex hat, kann sowas auf jeden Fall mal passieren. Man hat einfach mal gute Tage und mal schlechte Tage. Ich finde, das ist auch gar keine peinliche oder schlimme Frage. Also. Ja, auf jeden Fall. So nach 15 Sekunden. Ja. Ich glaube, wer da Nein sagt, ist eine Lüge, Alter. Jeder. Also jetzt mal vor kleine Insta-Story. Mein allererstes Mal, das war so schnell vorbei. Also, das war wirklich, das war dieses andere. Ich hab mich noch nicht mal reingesteckt und ich war schon, oh! Richtiger Ehrenmann, dass ihr das droppt. Richtiger Ehrenmann. Aber am Anfang, Steffi, es tut mir leid. Ich bin besser geworden. Lass wieder treffen, Steffi. Nein, ich glaube, die steht jetzt auf Frauen. Ja, tja, das war's. Schlechter Eindruck gemacht. Wegen dir. Wegen mir. Ich bin schuld. Ja. No comment. No comment, ja. Wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du? Wenn ich ein Hund wäre, welche Rasse wäre ich? Okay, ich kann nicht sagen, welche Rasse ich gewesen wäre, als ich noch Dreadlocks hatte. Dann wäre ich nämlich diese Rasse hier gewesen. Diese hier. So ein schön Pooley. Das sind so Hunde, die kriegen einfach Dreadlocks. Die haben so ein Fell, die haben so eine Fellstruktur, die verfilzt einfach. Die heißen Pooley. Die kriegen einfach, weil die so filzige Haare haben, verfilzt ihr Fell und die haben einfach Dreadlocks. Aber, da ich jetzt natürlich Seiten auf Null habe, ihr wisst, würde ich sagen, ich würde mich eher in Richtung Akita Inu sehen. So ein kleiner Dicker, so ein dicker Rothaariger, der immer so guckt. Vielleicht ein Akita Inu. Akita Inu sind die größeren Shiba Inus so mäßig. Doch, würde ich schon, irgendwie in die Richtung würde ich sagen, vielleicht. Ich glaube,
So ein Australian Shepherd. Pitbull. Ein Golden Retriever. Ein Schäferhund. Mach mal den Unreal Tournament Jungen nach. Burger oder Pizza? Burger oder Pizza? Puh, schwierig. Oh, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Beides geil. Burger oder Pizza? Oh mein Gott, das kann ich mich gar nicht entscheiden. Burger oder Pizza? Lass mich kurz überlegen. Also ich glaube eher Burger, weil Burger ist schon richtig geil. Also ein richtig geil gemachter Burger ist schon heftig. Und Pizza ist auch geil, aber ich würde eher sagen Burger. Burger ist bei mir vor Pizza. Ja, Burger. Aber es ist eine schwierige Entscheidung, finde ich. Pizza. 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 Burger. Geh mal kurz in... Krass, wie alle auf Pizza drauf sind, ne? Wovor hast du am meisten Angst? Okay, wovor hast du am meisten Angst? Geh in dich und sag, wovor du am meisten Angst hast. Wovor habe ich am meisten Angst? Boah, das ist krass. Also das sind Dinge, die... also es sind eher so... traurige Sachen halt, dass ich Leute aus meiner Familie zum Beispiel verliere, das sind so die größten Ängste. Also, dass ich Menschen, die ich liebe, dass ich die verliere, das sind meine größten Ängste. Wespen. Ich glaube, dass ich es nicht kontrollieren kann, dass meine Mitmenschen und Familie sterben. Ja, genau die gleiche Angst. Dass ich meine Mutter verliere. Oh ja, das sind die true Ängste. Familie beispielsweise irgendwo in Urlaub fliegt und alle stürzen ab und sterben. Und dann bin ich so allein. Krass, jeder sagt das über seine Familie, ne? Jeder hat diese gleiche Angst. Krass. Schlimmstes Erlebnis mit Alkohol. Boah. Mein schlimmstes Erlebnis mit Alkohol. Ich habe nie wirklich schlimme Erlebnisse mit Alkohol gehabt. Ich bin nie so richtig betrunken gewesen. Ich war auf so Dorfdiscos oder so Dorffeiern habe ich mal ein bisschen gesoffen mit 17 oder so. Aber ich habe ja nie viel Alkohol getrunken in meinem Leben. Mein schlimmstes Erlebnis mit Alkohol. Ehrlich gesagt, ich habe kein schlimmes Erlebnis bei Alkohol. Also nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das war schlimm. Ich habe mal mit irgendwelchen Trullers auf einer Dorfdisco rumgeknutscht, an einem Abend mit so zwei, also mit denen ich nicht rumgemacht hätte, wenn ich nicht besoffen gewesen wäre, aber es war nicht schlimm. Es war halt okay, ja. Es war halt, da war ich halt 17, da war man halt in dieser Phase, wo man denkt, das wäre cool, Alkohol zu trinken. I don't know. Aber nee, ich habe keine schlimme Erfahrung mit Alkohol gemacht, tatsächlich, irgendwie, glaube ich nicht. Boah, ich lag auf der Kreuzung am Silvester, voller Blut. Alter, diese Alkohol-Horror-Stories. Ein Freund von mir, den ich aufheben wollte, so eine riesen Jägermeisterflasche, ist gegen meine Fresse geklatscht. Und ich war so hacke, dass ich nur noch gemacht habe. Da konnte ich nicht aufstehen, ich war zu besoffen. Ich lag auf dem Boden. Eigentlich gar keins. Kotzen, aber mit Polizei oder so noch nie. Schläfst du nackt? Schläfst du nackt manchmal, wenn ich Lust habe. Nee. Habe ich eine Zeit lang gemacht, ja. Habe ich mal gemacht, aber nee. Nee. Ja. Wenn die Boxershort bequem ist oder die Jogginghose, dann gehe ich auch einfach so ins Bett. Manchmal, wenn ich vorher duschen gegangen bin, auch so. Es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt kein festes Klamottenritual, wie ich ins Bett gehe. Also so wie Bock. So wie es bockt. Mach mal den Schmetterling mit deiner Zunge. Mach mal den Schmetterling mit deiner Zunge? Meinst du, diese Zunge einrollen? Das kann ich nicht. Nee, ich kann gar nicht mit der Zunge irgendwelche Bewegungen. Kann ich nicht. Was? Kennst du ihn nicht? Richtig? Das ist eine Rolle. Der Schmetterling muss dreimal falten, aber da muss es irgendwie veranlagt sein. So, Handys machen. Nee, ich kann schon was mit der Zunge. Also keine Sorge, Sabine beschwert sich nicht. Aber ich meine, ich kann meine Zunge nicht verbiegen so. Das kann ich nicht. Ich zeige euch mal kurz, wie es richtig aussieht. Da. Das können halt Leute, ne? Diese Zunge so mehrmals einfalten. Das können nur ganz, ganz wenige Leute, das ist richtig krass. Aber kann ich nicht. Also sowas kann ich mit der Zunge nicht. Viel zu geisteskrank. Dein geilstes Weihnachtsgeschenk ever. Mein geilstes Weihnachtsgeschenk ever? Okay, mein allergeilstes Weihnachtsgeschenk ever war, von der Mutter meines Vaters habe ich zu Weihnachten das hier bekommen. Das war meine allererste Spielekonsole. Das beste Geschenk, weil es hat mich bis heute sozusagen geprägt. Eine Super Nintendo. Als meine Oma diese Super Nintendo rausgeholt hat, ich dachte, ich werde bekloppt. Ab diesem Zeitpunkt an habe ich mein Leben verzockt. Es war das Beste. Das war das Beste, was ich schenke eigentlich. Heftig. 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 Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war so richtig geflasht. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe davon schon mal gehört. Ich habe mir das ja nicht irgendwo angeguckt oder so. Es gab ja höchstens mal so einen Katalog, wo sowas zu sehen war. Aber es gab ja kein Internet oder so. Damals, als ich klein war, gab es ja kein Internet und so. Das heißt, das war sowas, ich kannte das vom Hören oder vielleicht aus der Fernsehwerbung, aber ich habe sowas noch nie gesehen vorher und dann habe ich es bekommen und Alter, war das geil. Das war wirklich, das war heftig. Von Nintendo. Gab's nie. Ein City-Roller. Ich hatte dieses Playmobil-Piratenschiff bekommen mal irgendwann und ich hatte nie damit gerechnet, dass ich das bekomme, weil das irgendwie 60 Euro gekostet hat und deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich bekomme diese kleinen Schiffchen, aber dann hat mir Papa halt dieses große geschenkt, das war so geil. Kindheitstraum. Ägypten-Tempel von Lego für 105 D-Mark. Oh, den Ägypten-Tempel hatte ich auch.
Gibst du mit ungeputzten Zähnen Küsse? Komm vorher. Gibst du mit ungeputzten Zähnen Küsse? Aber wenn man morgens aufsteht und direkt Knutschi gibt, ja. Aber sonst hat man eigentlich immer seine Zähne geputzt. In was für eine Situation meinen die jetzt? Nach dem Essen? Direkt nach dem Essen? Oder? I don't know, ich verstehe diese Frage nicht genau. Woraus bestanden deine finstersten Gedanken bisher? An was denke ich denn eigentlich? Keine Ahnung, irgendwas zu klauen oder so. Hatte ich noch gar nicht, kann ich mich gar nicht erinnern. Meine finstersten Gedanken? Ja, ich habe damals, als ich in der Schule gemobbt wurde, habe ich natürlich auch schon Leuten sozusagen den Tod gewünscht, wo ich noch jung und über viele Dinge anders nachgedacht habe. Ich wurde halt eine Zeit in der Schule, hatte ich richtig krasse Mobbing-Erfahrungen gemacht, wurde richtig, richtig fertig gemacht von manchen Leuten. Und natürlich habe ich dann auch mir irgendwie gewünscht, ich hoffe, der stirbt oder sowas. Ich bin natürlich froh, dass sowas niemals eingetroffen ist, weil sonst hätte ich mir wahrscheinlich Schuldgefühle eingeredet. Weil ich sowas, selbst wenn jemand übelst scheiße zu mir ist, wünsche ich sowas niemanden. Aber sonst muss ich sagen, also das ist schon das Schlimmste, was ich mir so vorgestellt habe auf jeden Fall. Hat man schon mal gedacht, dass man jemanden töten möchte? Krass, guck mal. Bei so vielen Fragen haben Jan und ich so eine ähnliche Antwort gegeben. Das finde ich echt interessant, weil ich habe mit Jan nie so mega viel zu tun gehabt. Also wir haben nie irgendwie viel zusammen gechillt oder so. Und ich kenne ihn privat halt auch nicht so super gut. Ich war halt öfters mal bei den Apes und so. Aber ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie super viel Zeit miteinander verbracht haben. Da ist eine Connection, Leute. Merkt das. Eigentlich habe ich gar nicht solche schlimmen Gedanken in meinem Kopf. Wie lange kennst du deine besten Freunde schon? Seitdem ich 13 bin. Wie lange ich meine besten Freunde kenne, das ist eine super interessante und lustige Frage. Einen meiner besten Freunde habe ich damals in der Grundschulzeit kennengelernt, in der 4. Klasse, beim Yu-Gi-Oh! Karten sammeln. Übergang 4., 5. Klasse. Also, und der sitzt gerade zufällig hier neben mir und spielt gerade Zelda Breath of the Wild. Der hat nämlich am Wochenende Geburtstag und ist jetzt gerade hier ein paar Tage auf Madeira zu Besuch. Das ist der liebe Mike, den kennt vielleicht manche von euch aus dem Video, wo ich meine Dreadlocks abgeschnitten habe, als wir auf der BlizzCon waren, oder auch manchmal vom Zocken. Der war bei Magic dabei, hat mit moderiert, als wir diesen Magic-Stream hatten. Und den kenne ich schon richtig, richtig lange. Er war damals in der Grundschule in meiner Parallelklasse und wir haben uns halt dann über einen anderen Kollegen kennengelernt. Irgendjemand wegen Yu-Gi-Oh!-Karten tauschen. Ja, auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Seitdem kennen wir uns und es gab immer mal Phasen, wo wir auch mal vielleicht ein Jahr lang, auch zwei Jahre mal nicht so super viel zusammen zu tun hatten, aber mit Mike bin ich immer wieder irgendwie zusammengeraten. Ja, durch Yu-Gi-Oh! Karten, Leute, durch Yu-Gi-Oh! Karten. Seit ich 13 bin. Wie alt waren wir da? Zweite, dritte Klasse muss das gewesen sein. Echt? Ich dachte so vierte, auf Übergang vierte, fünfte. War es schon so früh? Ja, dann waren wir so 9, 10 ungefähr. Seit der weiterführenden Schule. 40 Jahre. Dein Lieblingswetter? Sommer, Sonne und nochmal viel mehr Sonne. Mein Lieblingswetter ist eher so Frühling, wenn alles so blüht, die Blumen blühen, nicht zu warm, nicht zu kalt. Choc, Güzel. Bewölkt. Regen, absolut Regen und Gewitter. Regen und Gewitter, echt? Aber doch nicht immer. Es ist gerade bei uns auch bewölkt. Sieht man die Wolken? Ja, so ein bisschen. Oh, guck mal, der Hund sitzt draußen auf der Terrasse. Guck mal. Seht ihr den Knubbel? Da sieht man auch den Mike in der Spiegelung. Da, das ist der Mike. Wink mal, Mike. Der sitzt da gerade und spielt Switch. Mars oder Snickers? Boah, ich beide nicht vegan, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Mars oder Snickers, mag ich beide irgendwie nicht so gerne. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde die beide einfach nicht lecker. Ich weiß nicht, ich finde die beide einfach nicht, die tören mich einfach nicht an. Ich finde diese, also die tören mich einfach nicht an. Ich finde die beide nicht geil, sorry. Mars. Snickers. Du bist eine Stunde das andere Geschlecht. Was machst du? Okay. Ja, was macht man da? Erstmal so ein bisschen alles erforschen. Was geht so ab? Also erfahren, wie sich Dinge anfühlen, die man sich sonst nicht so weiß. Wisst ihr, was ich meine? Wie fühlt es sich an, eine Frau zu sein in manchen Bereichen? Ja? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Was willst du machen? Mal Zipfel spielen. Ich würde mir so viel Gurken da reinstecken, das glaubst du gar nicht. Guck, wie es sich anfühlt, doppelt D. Kommt drauf an, was für eine Körbchengröße ich habe. Brüste anfassen. Weil man das noch nie sonst getan hat. Sehr gerne noch eine Folge, wirklich geiles Format. Falls ihr mehr davon sehen wollt, da gibt es jetzt, das Format haben die jetzt, glaube ich, fest auf ihrem Kanal etabliert. Der Kanal heißt Oh My God, das ist der Kanal von Jan und seiner Freundin Anna. Die machen da jetzt, haben schon ein paar Folgen gemacht und ich finde es sehr, sehr geil. Checkt den Kanal gerne aus, er hat fast die 100.000, die können wir mal kurz voll machen, ne? Mach mal die 100.000 hier voll. 100.000 sind voll, wirklich? Schauen wir kurz. Da sind sie! Da sind die 100.000! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt alle mal unter das Video hier schreiben, herzlichen Glückwunsch Jan und Anna für 100.000. Kuss geht raus. Das ist Ehre, Leute, das ist Ehre.